So, meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 5. Ja, nach einiger Zeit versuche ich es dann doch mal weiter aufzunehmen. Ja, beim letzten Mal hatte ich ja noch große Klappe. Ja, jetzt kommt regelmäßig eine Folge und am Arsch. Ja, ich komme irgendwie nicht dazu aufzunehmen. Aber naja, wir machen jetzt einfach mal weiter. Joe might be here. What have they done? All over the world to experiment on. It stopped. Why? Well, that's why. Aua! Ich habe da gar nicht drauf geachtet, eben in der Sequenz, dass ich irgendwie was drücken muss. Fuck, jetzt kommt das Scheiß. Ah, übrigens habe ich die MP5 gegen die AK gewechselt. Wow. Alter, was ist das? Alter. Nein, du Mist. Lol. He's down! Now's our chance! Bam, Junge! In dein fucking Face! Ah, F und V! Wer drückt denn F und V? So schwul, wer denkt sich sowas aus, Alter? Die Tasten sind nicht mal nah beieinander. Kann sich doch bloß irgendein Nicht-Zocker ausgedacht haben. Verstehen. Alter, auch zu wackeln, Junge. Schon wieder. Bam! 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 Ein scheiß Maul, Junge.
drauf zu klatschen, Alter. Wo bin ich? Alter! Was macht sein Maul zu? Schick ihn auf die scheiß weiche Schwelle da! Jetzt gib ihn! Alter, das trifft mich! Ohne Spaß, Alter! Ein paar Schuss haben wir dafür. F1V! Ich hab noch F1V gedrückt, du Lutsche! Ja, ich hab kapiert, dass ich ihn da reinschießen muss. Bitteschön! Na, reicht das? Hat das gereicht? Und es fällt! Ja, Mann! Super! Kein Problem für uns. Easy. So, dann wollen wir uns mal die gute Jill angucken. Natürlich ist das Ding leer, na klar. Damn it. Where is she? Mr. Redfield, how nice to finally make your acquaintance. Who the hell are you? Excelegiona. She works with Tricell. Nice. You've done your homework. An officer in the Global Pharmaceutical Consortium. Why? As if I need to explain myself to you. Although, weren't you two given orders to retreat? So it was you! Where is Jill? Jill? Even if I did know, you think I would tell you? Cut the crap! Tell me where she is! As soon as you two are done with your little vigilante mission, you should leave. There's nothing here worth throwing your life away for. She's lying. She knows something. It's time we get some answers. Ja, Mann, wird Zeit, dass wir Antworten kriegen. Und natürlich ist das Kapitel zu Ende. Super. 27 Minuten haben wir für das ganze Kapitel gebraucht. Und das war U8. So heißt das Monster. Auch ein super Name für so ein Vieh. Jo, was Neues haben wir leider nicht gefunden. Aber wir können da mal die Sniper hier verkaufen. Und können dafür mal gucken, ob wir die Arcane noch etwas verbessern können. Ich habe eben schon mal ein bisschen... Leider geht die nicht höher als 50, aber sie macht wesentlich mehr Damage als die MP5. Deswegen ist mir die Arcane auch lieber. Kann ich hier... Oh. Nein. Also die Steuerung ist wirklich verbesserungswürdig bei dem Spiel. So, volle 30 Schuss hat sie jetzt. Mit ihrer geilen Pistole. Die Magnum bringt uns auch nichts, weil wir keine Muni dafür finden. So, ich mach mal die Karte wieder an. Wir sollen... Ah, Dokument lesen. Daten zur Versuchsperson. Versuchsperson, kaukasisch, weiblich, Augenfarbe blau. Die Person befand sich für längere Zeit in medizinisch induzierter Stasis. Für alle Lebenszeichen, einschließlich Herzschlag, Atmung, Blutdruck und Temperatur, waren die Werte normal.
Es wurde eine Pigmentierungsanomalie beobachtet. Die Auswirkungen sind auf das Kopfhaar beschränkt. Außerdem wurde eine Hautbleichung, Etiolement, beobachtet. Okay. Ich könnte aber ein Kräuterli vertragen. Was es hier leider nicht gibt, weil wir von hier ja kommen. Rein theoretisch. Ist auch alles, sieht genauso aus. Also da haben sich Designer nicht überlegt, wie das hier unten aussehen könnte. Die haben es einfach genauso wie da oben aussehen lassen. Vor allen Dingen, weil wir gar nicht runtergefahren sind. Da oben ist die Decke. Dabei sind wir doch ein ganzes Stück weit runter. Oder ist das Ding danach wieder hochgerollt? Nachdem es bei Jills Kapsel war, genau. Weil wir müssen ja irgendwo da unten gewesen sein. Ja, wo wir gegen das Biest gekämpft haben. V. Wollen wir mal gucken, was jetzt kommt? Ich könnte aber ein Kreuz... Ah, wieso haben wir kein Erste-Hilfe-Spray gekauft? Ich frage mich, ob noch so ein paar Licker kommen. Die haben uns ja beim letzten Mal hart gefistet. Weil es ja so viele waren. Aber ich sollte eigentlich aufhören, sowas zu sagen. What the fuck? Ziemlich ungenau, das Ding. Haben die Waffen? Habe ich das gerade richtig gesehen, dass sie Knarren haben? Alter! Take it. Roger. Alter, die haben so eine Elektrostäbe wie bei Resi 4. Thanks, partner. So. Take this. In deinen scheiß Kopf, Junge. Okay. Sind hier auch noch welche? Ich finde scheiße, dass er beim Zielen nicht laufen kann. Das geht ja erst bei Resident Evil 6. Glaube ich. Alter, wie viel hält der Sack denn aus? Sterb, du Penne. Noch eine. Muni. WTF. Alter, fuck! Alter, die hauen aber auch rein. Wie leer? Na gut. Dann machen wir es halt so. Ah. Natürlich habe ich wieder den üblichen Frosch im Hals. Was auch sonst. You grab it. Okay. Und finde natürlich nur Pistolen. Muni. Was auch sonst.
You grab it. Okay. Ich hab da doch eben einen gehört. Hör auf die Knie. In die Fresse, Junge. Ah. Schlimm sowas. Gucken, aber keine zielt, wenn sie da durchgehen, ja? Ist auch geil, stürmen das Ding da und keine zielt. Jo, ich auch. So, endlich wieder voll. So nicht, ihr Hundesöhne. So. Die sind auch alle hops gegangen. Ja, niemand legt sich mit mir an. Jeder, der das wagt, wird weggebumst. Come on! Okay. You grab it. Okay. So, wieder für sie. Ah, da hätte ich drauf schießen können, okay. Oh, wir dürfen Fahrstuhl fahren. Sehr nett. Und mit V geht's nach oben. Super. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Also diese Armee-Zombies sind schon sehr interessant. It's Excella. Not being handled, Albert. I'm looking forward to it. Albert? What? How are you holding up, Mr. Albert? Shit, Wesker. I thought he was dead. Tja, jetzt weiß, unser Chris, dass Wesker doch noch lebt. Welche Überraschung, dass der so einen Sturz überleben tut. Oh. Die reagieren noch auf Geräusche, oder? Alter! Wie kann der das machen, wenn ich schieße? Juckt die gar nicht! Das juckt die gar nicht. Wie krass die sind. Okay. Habe ich eigentlich noch eine Granate? Ja. Auf der 6. Easy. So ein paar Licker hauen wir auch noch weg.